Millionen solcher Container werden jedes Jahr hier über den Hamburger Hafen bewegt, mit Waren aus der ganzen Welt und klar auch massenhaft aus China. Deshalb hat der chinesische Staatskonzern COSCO rund ein Viertel eines Hamburger Containerterminals gekauft. Tja, und damit hat China mittlerweile Anteile an rund 100 Häfen in mehr als 60 Ländern und kann etwa 90% seines Handels darüber abwickeln. Und jetzt kommt noch ein weiterer Hafen dazu. Ebenso ein Teil des chinesischen Megaprojekts Neue Seidenstraße. In Chiangkai in Peru nämlich, an der Pazifikküste. Ein exklusiver Zugang, mit dessen Hilfe China seine Waren wesentlich schneller von Shanghai nach Südamerika schaffen kann. Und doch ist es weniger ein Hafen für die Peruaner als ein chinesischer Hafen in Südamerika. Xenia Böttcher. Die prallen Mandarinen schnellen über das Laufband. In Peru bleibt, was nicht ganz so perfekt ist. Die beste Ware geht immer ins Ausland. Das ist ja nur eine ästhetische Frage. Die innere Qualität bleibt ja dieselbe. Ob Obst oder Gemüse, Torre Blanca ist ein bedeutender Lebensmittelgroßlieferant mit Sitz im peruanischen Ort Chiangkai. Für José Castillo steht Großes bevor, direkt vor der eigenen Haustür. In nur 3 Jahren hat die chinesische Reederei COSCO Shipping hier einen Hafen der Superlative errichtet. Nahezu vollautomatisiert ist hier Platz für die größten Containerschiffe der Welt, für die schnellste Seeverbindung zwischen Asien und Südamerika. Es bedeutet Wachstum für unser Geschäft, Wachstum für die Bevölkerung. Bislang sind die Studenten von hier weggegangen, in die großen Städte, weil sie hier keinen Job gefunden haben. Nicht jeder teilt die Freude über den Megahafen im kleinen Fischerstädtchen, 75 Kilometer von Lima entfernt. Miriam Ase lebt seit Jahren Tür an Tür mit der Baustelle. Die Wände haben durch die Erdsprengungen nun Risse. Auf die Anwohner nehme weder COSCO noch die Regierung Rücksicht. Ich fühle sehr viel Ohnmacht. Kann der chinesische Präsident nicht etwas Mitgefühl mit den Bürgern und der Umwelt hier haben, mit allem, was zerstört wird? Sie fordert Transparenz. Warum ist COSCO der Chef am Hafen und nicht Peru? Es steht der Verdacht von Korruption im Raum. Klar ist, China sichert sich den ersten Zugriff auf Rohstoffe in Südamerika und baut seine geopolitische Macht aus. Kritiker sagen, China nutze die Abwesenheit des Westens. Ich denke, der Westen muss aktiv werden. Denn wenn die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen einmal verfestigt sind, ist es sehr schwer, etwas daran zu ändern. Der Westen verspätet. Als US-Präsident Joe Biden zum APEC-Gipfel in Lima landet, werden im peruanischen Präsidentenpalast schon Fakten geschaffen. Chinas Staatschef Xi Jinping schließt da bereits neue Handelsverträge mit Peru ab und eröffnet mit Amtskollegin Boluarte den Megahafen. Der Megahafen von Chiangkai stärkt unser Land als Brücke zwischen Lateinamerika und Asien. China könnte jetzt etwa Elektroautos exportieren und Peru perspektivisch, im Gegenzug vielleicht sogar Lithium und Kupfer. Und ganz theoretisch könnte hier auch die chinesische Marine anlegen. Das wäre etwas symbolisch sehr Bedeutendes. Das wäre eine Machtdemonstration Pekings gegenüber dem Westen, die es so noch nie gegeben hat. José Castillo denkt an Peru, hofft auf einen wirtschaftlichen Quantensprung. Ich sehe mich als Teil der Geschichte des Wandels von Shanghai nach Chiangkai. Peru spricht von einem historischen Tag, während China seine Macht in Südamerika weiter ausbaut.